Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Georg und heute nehme ich mal mit, was bei mir am ganzen Tag so los ist. So Leute, was euch heute erwartet, das sage ich jetzt. Wir fahren heute nach Neukirchen im Heiligenblut zum Sepp Maurer in die Sportschule Kinema. Mache einen Leistungsdiagnostiktest für Spitzensportler, für meine Schwachste, einen Quadrizeps mit Spezialmessungen, was nur der Sepp macht. Ich bin mega gespannt. Wir nehmen ihn mit, seid dabei und schaut euch das an. Na gell, okay. Ist eigentlich jetzt der Erste auf der Welt. Ne? Der Erste auf der Welt, wer das macht. Hat das auch mit mir was zu tun? Dranbleiben. Ich hab 10 Tage jetzt einmal, was da waren. Ja, immer wieder unglaublich. Ich denke, der Tag heute beim Sepp wird einiges an Informationen bringen, wie ich am besten mein Quadrizeps mit Waffenübung, ich am besten mein Quadrizeps am meisten Muskelkontraktionen auslöse und den am besten nur zum Wachsen bringe. Die Kampfrichter haben gesagt, der gehört auf jeden Fall noch verbessert, dass er sich matcht mit dem Oberkörper. Das probieren wir heute herauszufinden, mit selbst seinen Messungen. Er hat einige coole Geräte da, die einzigartig sind. Und ich schätze mal, dass wir, oder hoffe, dass wir zu den gewünschten Zielen kommen. Also schön, dass du da bist. Freut mich, ehrt mich. Eine große Ehre. Ich sage, ich bin eh Österreicher-Fan, habe ich ja gerade schon gesagt. Und uns gibt es seit 2002 da in Neukirchen. Und wir sind aus einem normalen Fitnessstudio entstanden letztendlich. Und jetzt befassen wir uns halt sehr viel mit Profisport, Leistungssport. Und haben uns halt einfach spezialisiert auf Leistungsmessungen. Und das umfasst eigentlich das komplette Portfolio. Also über Elektromyogramme, EKG, Herzströme, Laktat, Spiroergometrie, Muskelfunktionstests, Neuro3D, kinesiologische Untersuchungen, dann Bewegungsbereich, Inspektionsanalysen und so weiter und so weiter. Wir verbringen jetzt 2 Tage, checken wir die von oben bis unten durch und dann schauen wir mal, ob wir dein Problem auf den Grund gehen können. Und wenn wir ganz viel Glück haben natürlich, dann dir eine Anleitung mitgeben, da was du da mit dem arbeiten kannst. Das war mein Plan. Super. Dann seid gespannt, was in nächster Zeit so passiert, die 2 Tage. Bin mega hyped und jetzt legen wir los. Rock'n'Roll. Jetzt halt, heute den ganzen Tag alle möglichen Arten von Tests. Ne? Also wir messen dein Blut, wir schauen Urin, wir machen mal Muskelfunktionstests, Maximalkrafttests, machen wir kinesiologische Untersuchungen, messen wir die Wirbelsäule segmental durch, schauen wir die Nerven an, machen wir Elektromyogramme und dann bist du der Erste auf der ganzen Welt, der das erste System weltweit testet. Ne? Also wir schauen mal deine Kniebeuge in der Bewegung an. Ne? Also es ist voll nasch, haben wir seit gestern. Ne? Ist jetzt ein Teil von dem, was wir noch kriegen, aber das wird, du wirst die erste Seite werfen, wenn du draufstehst. Gerade hast du es auch schon gesehen ein bisschen und du wirst da der Erste sein. Wahnsinn. Ja. Und jetzt, bevor wir mit anfangen, jetzt erzähl mir mal, was führt dich her und wo es geht, weil ich stelle die Lage, weil können wir da helfen? Also, bei mir ist es so, ich bin jetzt seit 2 Jahren im Bodybuilding und in den 2 Jahren hat sich ausgezeichnet, dass ich im Oberkörper, das funktioniert relativ gut. Das wächst gleichmäßig, da sind Schwächen, also ich sage jetzt das, was mein Trainer auch zu mir sagt, die Schwächen eher ausgeglichen, also das passt. Aber im Haxenbereich sieht man extrem, dass der Quadrizeps Außenschwung zu wenig ist oder nicht gegeben, fast darf man sagen. Die Muskelqualität ist gut, Querstrafen sind da, Beuger, Adduktor sind auch gut, darf ich behaupten. Aber man sieht halt einfach, die fallen von vorne, fallen so. Von der Seite gar nicht so,
aber von vorne. Und ich habe jetzt schon weiß nicht, wie viele verschiedene Trainingsmethoden und Wiederholungsanzahlen und Sätze und probiert, aber er wächst verhältnismäßig nicht gleich wie der Oberkörper oder die anderen Sachen. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ist es ein Ansteuerungsproblem? Ist es vielleicht, weil ich mir mal ein Sprunggelenk gebrochen habe? Ist der Beckenschiff dann hin und her? Weil ich bin mit Taxen auch nicht immer gleich lang, also ist es immer zum Richten. Und da ist halt jetzt die Frage, also ich habe mir gedacht, wenn ich wohin muss, dann zu dir, Sepp, nach deiner Videos auch von Tim und von Fabi. Und glaubt, dass wir da, wenn wir fündig werden, bei dir fündig werden. Okay. Und wenn du jetzt trainierst, hast du ein Pumpgefühl in dem Quadrizeps? Ja, ja, habe ich auf jeden Fall. Der Pump soll, man wird es halt über die Jahre generell ein bisschen mehr gewinnen. Natürlich im Oberkörper hin besser wäre sogar. Aber wenn ich mit dem Training fertig bin und heimkomme, dann merke ich schon extrem, dass ich was tue. Also im Training vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, als du sagst. Aber den Reiz setzen tue ich auf jeden Fall und ich bin halt auch noch schon ein paar Tage richtig lediert. Also, das ist schon. Aber wenn du jetzt trainierst, also spürst du das, zum Beispiel, also wenn du jetzt Beinstrecker machst, zum Beispiel, spürst du jetzt, dass der Quadrizeps, dass der brennt, dass es brennt, dass es Pump anfängt, das schon? Ja. Also richtig bis zum schmerzhaften Pump, weil ja, egal, ja, was es ist. Nein, das habe ich schon. Das kannst du schon? Ja. Du kannst auch bis zum Versagen trainieren, das ja. Kannst du? Ja. Okay. Gut. Okay, und wenn du jetzt Beintraining machst, wie schaut das aus, was machst du? Also starten tue ich immer mit Adduktor. Da mache ich eine Beugevariation zum Aufwärmen von Knie. Und dann tue ich entweder Hackenschmidt oder Kniebein. Mittlerweile bin ich halt jetzt schon in der Diätphase. Jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen, wenn ich zuerst noch was anderes mache, weil ich meistens bei den Grundsachen eher schwer gemacht. Und ich merke es halt dann schon, ich habe ein bisschen Patellasehne dann am nächsten Tag oder in der Hüften oder ISG. Ich habe auch die schnell flache Beinpresse im Studio. Da hat es mir bei ISG jetzt was gehabt. Und ich habe die Hackenschmiede jetzt mal richtig schwer gemacht auf einen Sechser. Das war fast ein bisschen Überlastung. Also da habe ich voll, und seitdem trainiere ich vielleicht ein bisschen anders. Und mache die schweren Sachen nur ein bisschen weiter hinten, dass ich ein bisschen ausweichen kann. Und mein bestes Training habe ich sogar gehabt, muss ich jetzt auch sagen, wo ich zuerst Adduktor, Beinbeuger liegend, dann Strecker gemacht habe, richtig schwer, und dann auf die Multipress Kniearbeit gegangen bin. Da war ich richtig warm und da war die Leistung auch nicht eingeschränkt, weil ich vorher schwer Strecker gemacht habe. Als dritte Übung. Die Leistung war nicht eingeschränkt im Sinne, dass du viel Gewicht bewegst oder dass du ein gutes Gefühl hast? Oder was meinst du? Dass mich das am Trainingsgewicht, am Gesamtgewicht, dass ich weniger bewegt hätte. Also ich hab das wochenweise leicht gemacht. Normal habe ich immer die Kniebeuge der Multipress als dritte Übung gemacht. Und an dem Tag habe ich es als vierte Übung gemacht, nach dem Beinstrecker. Und habe gemerkt, aha, die Stabilität und alles ist besser. Und dann habe ich meine Bestleistung eigentlich Kniebeuge der Multi, wo ich Kniebeuge als vierte Übung gemacht habe und nicht als dritte. Also eine Streckerübung, also eine Quadrizepsübung davor gemacht habe. Was für einen Beinstrecker hat es im Studio? Was für eine Marke? Also, wir haben jetzt einen, den Beinstrecker, was ich mache, ist einer von Hammer und einer von Schnell. Von Schnell? Ja. Die Blättler, die von Schnell, und im anderen Studio ist es aber schon 80. Und mit was für einer, wo trainierst du am meisten, was meinst du? Was für ein Gerät? Beinstrecker? Am liebsten mache ich es eigentlich auch der alten schon 80. Schnell mache ich meistens. Bist du am meisten drin? Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich im einen Studio trainiere, weil die anderen Beingeräte besser sind. Aber einen Schnellbeinstrecker mache ich halt eher lieber später dann, weil natürlich Hohmasse leichter wird. Und ich muss sagen, den Hammerstrecker mag ich nicht so gern, weil der Bewegungsrate sehr eingeschränkt ist. Richtig. Bei der unilateralen Steckgewicht. Ja. Richtig. Ja, also das ist eigentlich auch so eine letzte Übung gemacht, oder vorletzte, weißt du? Ja. Ja. Senkfuß, Spreizfuß, Knickfuß, Plattfuß oder sowas hast du da? Lustigerweise bin ich gestern Schuhe gekauft und habe mich beim Intersport auf die Platten aufgestellt. Und ich neige jetzt schon zum Plattfuß ein bisschen. Und was mir jetzt seit der schweren Hackenschmied auffällt, mir dreht den linken Hacks ein bisschen rein. Beim Gehen. Mehrer. Ich habe das immer schon gehabt.
Das habe ich aber irgendwie ein bisschen weggebracht. Aber jetzt seitdem ist so richtig schwer, das ist, wie lange ist denn das her? 6-7 Wochen? Kommt man viel in 16 Mal rein. Ich glaube, dass wirklich mit der. Da habe ich Hackenschmied nicht so oft gemacht gehabt. Ich habe die Woche davor mit 5 Platten 10, wie viel haben wir gemacht? 13, 11 und 10 Wiederholungen gemacht. 3 Sets mit Höfen mit einem. Und nachher habe ich die Woche drauf, oder nein, da sind 2 Wochen umgegangen, dann habe ich 6 Platten aufgeklatscht und habe 6 gemacht gleich. Und das war halt noch schon, also 6 bei der Woche. Du bist schon sehr nieder mit den Wiederholungen, ne? In der Hackenschmied. Ja, also 6 war schon das Tiefste. Also normal so 8 bis 12 und nachher mache ich noch einmal einen normalen 15. Ach so, oder leichten, okay. Ja, ja, also das probiere ich schon. Zähne hast du Implantate drin? Nein. Weisheitszähne sind noch drin? Ja. Alle noch drin? Ja. Okay. Pulsblutdruck? Habe ich jetzt schon Zeit nicht mehr gemessen. Ich nehme Telmisartan. Das Blutdruck sinkt ein bisschen. Vorsorgemäßig auch so als sekundäre, finde ich, die sekundären Wirkungen finde ich auch ganz gut. Eher schon ein bisschen höher und der Puls ist auch relativ. Das habe ich beim Schießen schon gehabt, dass mein Ruhepuls nie so tief war bei dir. Auch mit Training und Sachen. Also, ja. Und der Blutdruck ist da der obere Wert höher oder der untere? Der obere. Der obere. Ja. Gut. Mhm. Du trainierst da jetzt 4-mal in der Woche oder 5-mal? 5-mal. 5-mal jeden Tag ein Muskel? 2-mal Haxen. Außer es beißt sie. Wenn man merkt, es ist zu viel, dann mache ich meinen Arm. Statt einmal, lasse ich einmal Haxen weg. Mache dann halt auch Doktor nicht dazu, zu den Armen. Und sonst noch Schulter, Trizeps und ein bisschen Bizeps. Brusttrizeps, Rücken, Bizeps. Und 2-mal Haxen. Also Arm tue ich halt dahinter einmal Übung dazu. Ja. Nicht ein bisschen wie ein Pumpen. Also ja. Arm brauche ich nicht so viel da, das geht recht gut. Ja, ja, okay. Also aufteilt mit 2-mal Haxen normal. Wenn ich es regeneriere in der Woche und siehst, mache ich auch mal Arm. Na, dann gut. Dann würde ich sagen, jetzt starten wir mal. Gut, jetzt verschaffen wir mir da mal einen Überblick, weil der Gedanke ist natürlich, oder die große Hoffnung, dass man mir heute mal schaut, wie der ganze Statik ausschaut, beziehungsweise dass wir vielleicht dem am Grund kommen, ob der Quadriceps entweder nicht wachsen mag, ob ein anderer die Funktion mehr übernimmt. Ja. Oder ob er mehr Impulse braucht. Ne? Aber da gibt es jetzt tausende von Möglichkeiten. Das werden wir jetzt zuerst mal schauen. Jetzt machen wir eins nach dem anderen und dann sind wir vielleicht danach klüger. Und vielleicht finden wir irgendein Rezept, das wir dem zum Wachsen bringen. Ne? Mhm. Schauen wir mal. Cool. Ja. Gut. Jetzt pass auf. Jetzt stellst du dich mal schnell, drehst dich mal um, schaust du mal da vier. Gut. Schön, wir sind der Kameramann, ich freue mich. Schön. So, jetzt pass auf. Jetzt darfst du mal am rechten Fuß stehen. Gut, jetzt stellst du mich am linken Fuß. Perfekt, super, gut, passt. Jetzt machst du Augen zu und stellst du mich am rechten Fuß. Gut, jetzt machst du Augen zu und stellst du mich am linken Fuß. Perfekt, gut. Und schon gesehen. Passt schon. Gut. Passt. Was an ist Sepp? Wenn ihr ein Haie bei mir war, probiert. Haie oder noch nie in deinem Leben? Nein, ich habe schon mal Haie bei mir. Und die wachsen, wie gesagt, entweder ist es 5%. Oder ich gucke zuerst weiter. Ja, ich kann dir jetzt sagen, hallo? Ich kann dir jetzt sagen, ich habe auch noch nie Wadeln trainiert. Okay, also, wenn man nicht Wadeln trainiert, dann schaut es so aus, wenn man nicht Wadeln trainiert, dann schaut es so aus. Das ist jetzt die große Frage. Nein, aber du hast wahrscheinlich echt eine gute Veranlagung mit deinem Spiegel, Henning. Wegen einer Vierrutschen-Pistole, gut. Tint das so aussehen.
Ah, gut aus. Schön, super, nicht schlecht, super. Druckst du mich vorsichtig nach oben. Gut, nach vorn. Nach oben. Gut, umwinkeln. Nach oben. Gut, jetzt so. Auseinander. Gut, zum. Gut. Warte mal nochmal. Mal langsam zusammen. Immer stärker. Ja, und immer stärker werden. Mhm. Jetzt einmal so dran. Mhm. Vorsichtig nach oben. Aha. Pass auf, dreimal nochmal. Und vorsichtig hochfahren, dass du nicht weiterst und immer stärker werden. Gut. Mhm. Jetzt ist so. Nach oben. Gut. Perfekt. So, einmal machen wir den Mund auf. Kopf ein bisschen zurück. Gut, und jetzt versuchen wir, ich kann es auch nicht, Zunge runter da. Irgendwie so, ja, ich weiß, es ist blöd. Nur mir eine. Nur mir eine Zunge. Jawohl. Gut, passt. Aha, ich beiße mich fest zusammen. Wieder auf. Mhm, gut, bleiben wir mal so. Linker, weiter zusammen. Ja. Die Bodybuilder, was ich mitmache. Weißt du was? Mein Traum war einmal, dass ich irgendeine, dass mir irgendeine kommt zum Testen, weißt du, so eine zarte, weißt du, so 50 Kilo schwere, irgendwie so Miss Fitness oder sowas, weißt du, irgendwie so. Da haben wir so einmal einen Klack-Klack gemacht, dann erzähle ich eine schöne Geschichte und dann darf es passen, gell? Und ich habe immer die ganzen Monster da. So, jetzt passen wir auch. Da haben wir den Kopf leicht nach rechts dran. Gut, nochmal nach links dran. Gut, mhm. Machen wir den Mund weit auf. Gut, und wieder normal. Mhm. Gut. So, jetzt passt mir auf. Jetzt darfst du mal dieser sauber her sitzen da. So, jetzt darfst du mal strecken. Obi. Strecken. Obi. Strecken. Obi. Strecken. Obi. Strecken. Aha. Jetzt passt du mir auf. Ey, warte, lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Dann nochmal strecken. Gut, wieder oben. Aha, jetzt pass auf. Lass mich überlegen. Da strecken. Perfekt, passt schon. Nochmal. Strecken. Mhm. Perfekt. So, jetzt machen wir jetzt Mirka. Jetzt machen wir jetzt Mirka. Kannst du mal vier merken? Vier. Vier, vier, drei hoch. Kannst du vier, drei hoch, vier, drei hoch. So, da. Jetzt einmal da. Gut, Obi, da, mhm, und nochmal, gut, Obi, und nochmal, Obi, und nochmal, so, jetzt bin ich gespannt, 4-3 hoch haben wir gesagt, jetzt aber nochmal, ha! Obi, Schrecker. Mhm. Was? Jetzt. Cool, oder? Wahnsinn. Geil, gell? Also, das Problem ist jetzt letztendlich das. Das, also du musst dir vorstellen, der Oberschenkel, die Oberschenkelvorderseite, bestellt er aus dem Quadrizeps, ne? Dann aus dem Rectus femoris und aus dem Vastus medialis. Ne? Unterm Rectus femoris ist der Intermedius. So. Der Rectus femoris ist der einzigste Muskel, von dem ich alle, der auch die Hüfte abwinkeln kann. Ne? Der kann die Hüfte abwinkeln und das Knie strecken. Alle anderen strecken nur das Knie. Ne? Einer von den Oberschenkelmuskeln erfüllt eine bestimmte Teilbewegung. Ne? Da eine mehr hinten, da eine mehr in der Mitte. Und da warst du das Medialis zum Beispiel, das letzte Drittel der Streckung. Ne? So, der Rectus femoris, der kann das Knie
aber nur dann strecken, wenn die Hüfte gestreckt ist. Ne? Der Rectus Femoris. Mhm. Weil, und der Rectus Femoris hat auch alleine mehr Kraft für alle zusammen. Ne? Weil der ein gefiederter Muskel ist, das heißt, der hat so eine Faserstruktur wie ein Christbaum. Ne? Mhm. Verstehst du? Hast du bestimmt schon mal gesehen. Weil so ein Christbaum, du siehst du so, wenn du das Austern bist, ne? Der eine hat eine Sehnefiederung, der andere hat eine Sehnefiederung und der Rectus Femoris, der hat eine Fiederung wie ein Christbaum. Das heißt, der kann viel, viel mehr leisten, ne? Viel, viel mehr leisten bei den anderen. So, jetzt merkst du für später, jetzt ist es ja so, dass du diesen Rectus Femoris aber nur dann trainieren kannst, wenn du letztendlich, wenn die Hüfte gestreckt ist. Deswegen gibt es auch ein paar Hersteller, Schnell war zum Beispiel ein Sehner, die haben das so gehandhabt, dass die hinten die Lehne flach stellen können. Ja. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, bestimmt. Ne? Da liegst du, hat sie es eh, genau, liegst da ganz flach drin, dass du so strecken. So. Alle Obmuskeln, also alle Streckermuskeln, werden von einem bestimmten Nerv innerviert. Ne? Vom Nervus fibularis. Mhm. Ja? Und der entspringt aus dem vierten, zwischen, also vierter, dritter, zweiter, erster Lendenwirbel. Ne? Manchmal auch vom zweiten nur, aber ab dem zweiten, aber vierter, dritter, zweiter Lendenwirbel, diese Nervengeflecht, weil der rausgeht, versorgt letztendlich mit diesem großen Nerv diese Beinstreckermuskeln. So, dieser Nerv innerviert aber nicht nur die Oberschenkelstreckermuskeln, sondern auch einen Iliopsoas, ne? Einen Hüftbeuger. Ne? So, und der Iliopsoas ist aber so, dass ein Teil der Psoas, also dass der Iliopsoas über die ganze Schaufel drüber geht und geht jetzt dann in vierten, dritten, zweiten, ersten Lendenwirbel rein und in zwölften Brustwirbel. Ne? Da hat der, so muss man sich vorstellen, so geht der da raus und geht da so drüber. So, jetzt ist es so, dass der Muskel, wenn der extrem verkürzt ist, ne, oder in einem extrem, wenn das Becken in einem nicht guten Zustand ist, ne, dann könnte man glauben, vorsichtig ausgedrückt, könnte man glauben, dass der Nerv einen Stress kriegt, ne, weil es einfach dem Nerv zu eng wird da. Ne? Es ist jetzt eine Annahme. Ne? So, und natürlich ist es so, dass der Rückenstrecker, was du ganz brutale hast, ne? Ganz brutale Rückenstrecker, der Rückenstrecker myofaszial verbunden ist mit dem Bauch. Ne? Stell dir jetzt vor bei so einer Tasche. Ne? So, und wenn das Verhältnis jetzt nicht stimmt, das kriegen wir später aus, weil wir messen jetzt später jeden einzelnen Wirbel durch und schauen uns jedes Segment an, wo es das Kraft hat, wo es das Beweglichkeit hat. Und natürlich messen wir die Nerven durch und natürlich messen wir die Muskelansteuerung durch, weil wir das Aktionspotenzial der Muskulatur messen. So, jetzt musst du dir vorstellen, ist der Muskel, der liegt jetzt da so drauf. Der Rectus Femoris geht auch da einer und der Nerv, der weil das alles innerviert, der hat deswegen einen Stress, weil das Verhältnis vom Bauch und vom Rücken nicht stimmt und weißt du, in der Länge, wenn du über die Länge dehnst, in dieser Dehnung keine Kraft hast. Ja. Hast gesehen, weißt du, genau. Hast gesehen. Verstehst du es? Du bist unfassbar stark, aber in einer bestimmten Position, in einem bestimmten Winkelgrad, kannst du keine Kraft ausüben. Gar nichts, was ja gut ist. Ne? Gar nichts, was gut ist. So, das führt dazu, dass das sein kann, dass der Quadrizeps nicht so arbeiten will, weil sie dir einfach denkt, wieso sollte ich denn? Weil der Rectus Femoris, genau, der übernimmt ja diese Streckung. Ne? Das wird schlüssig. Ne? Ja. Ne? Der übernimmt diese Streckung, vor allem beim Gehen. Ne? Dann. Ne? Und in kleinen Positionen, solange weil die Hüfte gestreckt ist, sowieso, ne? Denkt sie dir einfach, okay, das muss nicht unbedingt sein und verlust ein bisschen von seiner Power. So, für die ist es natürlich elementar wichtig. Mir als Powerlifter oder Ex-Powerlifter, mir war das egal, Hauptsache ich bin stark. Ja. Ne? Bei dir ist es natürlich wichtig, dass der Muskel einen Schwung kriegt.
So, und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir zuerst einmal diese Tragetasche da öffnen, ne? Dass du da maximale Ansteuerung hast, dass dem Gewebe gut geht, diese ganzen myofaszialen Verbindungen, weil das sind, dass die alle in einem richtigen Verhältnis stehen, dass die Muskulatur sauber arbeiten kann und dass dir die Bewegung überhaupt sauber zerlässt. Ne? Und dann, wenn wir das haben, dann schauen wir mal, wenn unser Arzt da ist, also unser Spezialist, vielleicht verstärken wir es und injizieren wir was. Mhm. Ne? Also unser Orthopäde, der hat da wirklich eine super Formel. Das heißt, wir können den Muskel füttern, sagen wir mir. Ne? Wir können den Muskel füttern und können dem einfach helfen, dass er mehr, dass er wieder mehr Lust hat. Ne? Und dann als nächstes setzt man mir eine Spule an deinem Kortex und suchen wir uns letztendlich in deinem Kortex drin diese Leitbahn und pusten wir die ganzen Nerven durch und versuchen wir, dass wir die Ansteuerung vom Nerv zum Muskel nicht schon verstärken, sondern vielleicht auch wieder herstellen. Wir sehen jetzt dann, wo das fällt. Dann werden wir die dementsprechende Übung machen und werden wir schauen, funktioniert das alles? Kommt da überhaupt was durch? Und dann, wenn wir ganz viel Glück haben, finden wir die perfekte Übung, ne, für deinen Quadrizeps, da wirst du den maximal innervierst. Ne? Genau. Und jetzt das Wichtigste überhaupt, dann haben wir gesehen, dass diese Quadrizepssehne, ne, dass die trocken war. Das heißt, der Übergang vom plastisch zum elastischen Element oder vom elastisch zum plastischen Element, ne, der hat einen Stress. Ne? Dieser Übergang hat einen Stress. Und das resultiert, weil wir ja gerade schon gesagt haben, einfach aus dem, weil du diese Sehne gar nicht richtig belasten kannst. Ja. Ne? Und deswegen dann auch manchmal mit Knie weh. Und deswegen habe ich es auch immer da. Genau. Genau. Also der ist nämlich eher gut ausgeprägt und ich habe immer da, egal was ich probiere, also Fußstellung und genau. Sitzen und Maschinen, immer mal. Genau. Helfen. Und das ist ja das Wichtige, dass gerade dieser Rectus femoris, ne, der geht ja praktisch über die Kniescheibe drüber, ne, und bildet da so einen nahtlosen Übergang, also bis oben über Kniescheibe. Ne? Und natürlich, der ist auch dafür verantwortlich, dass deine Kniescheibe sauber zentriert ist. Genauso, ne, weil der Vastus medialis, die Oberschenkelinnenseite, beeinflusst zu 70% die Stellung vom Knie. Ne? So, und dann haben wir natürlich noch den heiligen Gral, dass der Popliteus, ne, das ist praktisch ein Muskel, der sich an der Rückseite befindet, ne, der ist teilweise verwachsen mit dem Meniskus, der ist an der Rückseite vom Oberschenkel und der hat auch einen Stress. Ne? Und der wiederum sorgt dafür, dass du nicht richtig in deine Kniestreckung kommst, weil du sollst, ne? Und in der Länge keine Kraft hast. Perfekt ausgedrückt. Wenn wir mir dann unsere Behandlung, wenn wir mir da ein bisschen umeinander gezaubert haben, hast du gesehen, dann auf einmal war das weg. Genau, war das weg. Ne? So, und das war natürlich super. Ne? So, und jetzt werden wir natürlich versuchen, diesen Zustand dauerhaft zu erhalten. Ne? Also, ist mir schlüssig, das Problem ist mir klar, das kriegen wir auch hin. Es hilft aber alles nichts, wenn wir mir jetzt nicht irgendeine Übung finden, wenn du heute dieses Haus verlässt, sollen wir ja eine Übung finden, da wirst du die maximale Ansteuerung und die maximale Kontraktion der Fasern im Quadrizeps kriegst, dass du damit einen sauberen Schwung zusammenkriegst. Dann schauen wir uns später natürlich noch an, was für eine Faserstruktur hast du denn im Quadrizeps, ne? Hast du denn mehr weiße Fasern, hellrote Fasern, also intermediäre oder rote Fasern? Und dann legen wir fest, welche Wiederholungszahl das du da brauchst. Ne? Ob du mit 6 Wiederholungen trainieren sollst, mit 10, mit 15 oder mit 20 oder mit 3000. Mach ja, wenn es so. Genau. Genau. Weil, im Studio. Genau. Also, gefreut mich. Ja. Wunderbar. Los geht's. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Ganz unten ist rechts. Ganz unten ist rechts. Vorletztes ist links.
Ganz unten ist rechts. Aha. Rechts ist euer Problem, oder? Rechts ist euer Problem, ja. Rechts ist euer Problem, ne? Da, ne? Genau. Okay. Ich mache mal jetzt da einen Speicher mit diesem, ne? Jetzt probiere ich mal Folgendes aus. Probieren wir mal da einen anderen Winkel aus. Jetzt passt mir auf. Jetzt legst du mal so drauf. Du bist nicht gleich her. Gut. Okay. Machen wir noch mal an. Du schreibst dann hier mit Gummiband, ne? Mit Gummiband unter 10, ne? Alter! Gut, fertig, hängen wir her. Jetzt messen wir die zwei übereinander legen. Das wäre natürlich jetzt elementar interessant. Das ist ein Fremdwort, elementar interessant. Das gibt es nicht, aber ich hätte sie gut an. Oma ist außen. Ne? Oma ist mediales, unten ist außen. Pause. Wie weit möchtest du auseinander? Einmal so. So lernen wir es einmal. Ich glaube, dass wir das Bandl ein bisschen weiter rauf da müssen. So? Jetzt hat er einen guten Druck. Bist du fest, ja? Jetzt hat einen guten Druck, ja. Okay. Okay, 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 okay. Gut. Okay, ich glaube, jetzt passt es. Soll die Haxen nach außen drucken? Du druckst ganz leicht dagegen. Ganz leicht dagegen. Ja, genau, dass du ein schönes Ding hast, gell? Aha, schön. Geht's? Jawohl. Wird. Okay. Jetzt nimmst du mit, gehst du die Julia-Feder, ne? Jetzt musst du in der Chef sagen. So. Das kriegt jetzt Julio. Also. So. So. Ein kleines Klatschchen. Süß. Also wir versuchen jetzt über Magnetstimulation die Nervenbahnen und die Muskulatur zu erreichen. Die motorischen Einheiten, Verbindung mit Nervmuskel, was natürlich auch wieder zum motorischen Kortex, zum Hirn, dass man da so viel rekrutieren weggeht. Wir fangen mit einer Herzzahl an, einer bestimmten Herzzahl, und müssen dann natürlich schauen, bei welcher Herzzahl wir die Muskulatur am besten erreichen. Super, ne? Bin gespannt. Starten wir mal. Total. Gut. Was? Echt, oder? Ich wechsle gleich, oder? Die Riesenviecher, ja. Was ist das jetzt? Ja, das ist die Schnauftiefpulle hat jetzt Schnauzen schon voll. Und von was hängt das an? Frequenz und Intensität, ne? So viel Power ist da quasi dahinter. Ja. Die motorischen Einheiten. Hat das so auch mit mir was zu tun? Was du Monster bist. Natürlich auch mit der Muskulatur. Du hast kein Mikrofon mehr gehabt, jetzt haben sie leider gehört. So. Jetzt gehst du vier und zwickst den ein. Wenn es weiter hat, sagst du es, gell? Nein, gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Gar nichts, oder? Nein. Gut, andere Seite.
Ja, nicht extrem, aber. Sag mal wo. Was? Da bist du ja mehr. Ja, die ersten da so. Da? Ja. Also mehr? Da? Nein, bist du halt zurück. Ja, da. Kommt der? Ja, aber nicht extrem. Nicht extrem? Weiter vierter? Den ersten da, ja. Ja, ja. Gut, ja, haben wir es ja. Da? Da ist ein bisschen weit. Haben wir ihn da? Warte ja. Mit, da? Nein. Was? Da? Da? Da. Gut? Mhm. Gut. Okay, ballen wir nochmal, gleich die Herztal. Okay. Warum ist es am brutalsten? So. Ich glaube, jetzt gleicht sich der unter nicht ab. Siehst du es? Ja. Ich glaube, jetzt gleicht das ja. Immer wieder unglaublich, gell? Immer wieder unglaublich. So, gut, jetzt hängst du mir ein. Immer wieder unglaublich. Immer wieder unglaublich. Jeder bisschen. Ja. Ha! Mega. So. Jetzt ist die große Frage. Es waren nicht 70 Hertz, ne? 60. 60? 60? Oh, der arme Mensch. Das willst du nicht wissen, was ich dir dann noch sage. Ich hoffe, das nächste wird jetzt noch besser, aber wenn das nächste nicht besser wird, dann hast du echt ein Problem. Okay, ja gut. Jetzt pass auf, also perfekt, ne? So, jetzt haben wir folgendes, jetzt schießen wir 80. Ja. Was hast du denn für Intens? 35? Mit der Eingartenspulen 38. 38. Ja, bleibst beim gleichen 38% und dann schießen wir mal 80 Hertz. Dann schauen wir. Also funktioniert schon, kriegen wir schon hin. Das ist komisch. Ich finde das jetzt nicht schlimmer wie vorher. Nein. Du findest es nicht schlimmer. Nein. Du findest es nicht schlimmer. Die wissen es schon. Also. Das ist ja, du weißt es noch nicht. Da mal. Läuft. Passt? Ja. Geht's? Ja. Schlechter. Ist das? Mhm. Ja, deutlich schlechter. Ist das? Ne? Also braucht er die anderen nicht, wenn du es verstehst und das geht's. Ne? Ja, siehst du das? Das ist nichts. Siehst du das? Jetzt haut er wieder ab. Ne? Ja. Gut, passt. Warte mal. Das ist eh die Innenseite, ne? Das ist auch dann wurscht. Ja, genau. Ja, okay. Wächst das? Kackt er weg. Ich habe die brutalsten Querstrafen gehabt auf der Bühne. Deswegen habe ich auch, okay, was ist, da hat es jetzt schon angepasst. Aber ich halt, wenn ich halt durchgespannt habe, ich habe halt da immer einen Querstrich gehabt. Ja. Das wärst du von Schwarensee, oder? Ja. Genau, ja. Deswegen war die Qualität gut. Ja. Aber das Volumen fehlt, weil ich nicht trainiert habe. Weil wenn man 15 plus drin, dann sind ja der Pro sitzt dabei. Aber ja. Sei mir ehrlich, wann tust du denn das? Ja. Wann trainierst du nur 20 oder 25 Sitz?
Also das ist einmal klar, ne? Aber gemerkt habe ich zum Schluss schon, dass ich auf mehrere ein bisschen Punkt und alles reagiert. Glaubst du selber, ne? Ja, aber du bist nicht, wie ich es eh schon gesagt, beim Buckel kann ich das eh schätzen. Und bei euren Sachen. Aber wenn du jetzt unsicher bist, dann ist es geht nicht. Dann probierst du aus. Du hast drei Wochen, die reden die Zeit dafür in der Vorbereitung. Ich bin das ganze Jahr auf die Jetzt logisch, schon. Logisch. Wir müssen uns noch ein Trainingsprinzip überlegen. Wir müssen uns noch was überlegen, wenn wir das ein bisschen handhaben dann mit den Wiederholungen. Ja. Aber prinzipiell kann man sagen, du brauchst leider oder Gott sei Dank mehr wie 15 Wiederholungen. Also Trainingssache ist Minimum auch was, 15. Ja. Minimum 15. Ja. Ne? So darf ich jetzt einmal sagen. Ja, Minimum 15. 15, 20, so. Also auf gar keinen Fall unter 15 was? Für Taxen. Das ist so. Ja. Das ist ein Fakt. Ne? Darfst du das jetzt gerade auf den Quadrizeps beziehen oder auch Beugersachen und auch Doktor und die ganze Geschichte machen? Ja, ohne dass wir es gemessen haben, darf ich es auf alles bezogen. Passt. Muss unter den Extremitäten angehen. Ja, ne? Passt. Ohne dass es auf alles bezogen. Kann man natürlich jetzt noch genauer daraus messen. Also. Das Problem haben wir jetzt erkannt. Die Übung haben wir gefunden. Ne? Wenn wir dann später das noch ausdiskutieren. Ja, ja. Jetzt ist praktisch die Idee, wir trainieren wir jetzt einen Quadrizeps. Ne? Und, beziehungsweise wir trainieren wir jetzt Fess. Und alles, was du aber jetzt machst, versuchst du in den Quadrizeps reinzudenken. Ne? Logisch ist jetzt die Beinbrizeps, die Beinpresse. Nicht nur für den Quadrizeps da, das ist schon klar, aber ich habe schon mal eine Idee, warum. Mhm. Und dann noch einmal Bein strecken. Mhm. Dann brauchen wir jetzt praktisch einen Quadrizeps-Pump. Ne, das ist jetzt praktisch wichtig, weil später wenn wir diese Information speichern im Cortex. Ja, gell? Passt. Okay, gut. Ein Stöpsel mit um mich hier und dann machen wir noch einer. Oder Stöpsel da drin noch? Hast du schon mit Desmodromisch trainiert? Nein, bin ich nicht. Ich habe beim Leistungszentrum in Innsbruck einmal die Messungen gemacht, von Bauch und Rücken und die ganze Sache, aber das habe ich noch nicht gemacht. Schaut lustig aus, gell? Hey, schau her, das Polster liegt am Trapez auf. Ah, geil, oder? Das Polster liegt am Trapez auf und noch im Twitter. Können wir morgen bei dir drinnen einmal? Ja. Freilich. Bleibst du morgen da? Ich schlafe da und mache eine Brustrizeps. Super, aus ist. Ich bin da. Dreh da durch. Perfekt. Genau so machst du es ganz gut. Perfekt so. Ganz perfekt. Genau so dran bleiben. Gut. 5 Sekunden noch. Sehr gut. Und fertig. Gut. Boah. Einbau frei. Kannst du mit Fest anstellen? Okay. Gut. Jetzt brauche ich dir. Boah. Was ist denn da? Das zweite Fund? Das da? Links. Laterales links. Laterales links. Hat sie so gestiftet wie vorhin? Jetzt wach drauf, da unten. Da unten. Jetzt wach drauf. Ah, leck, weil ich da Frühschub gebe, das muss ich ja fast einteilen, oder? Weil ich da nur vom Frühschub da bin ich noch. Du stirbst sowieso. Also im Endeffekt ist es eigentlich wurscht, weil es einteilst. Nee, du stirbst sowieso. Aber ist, weil da wärst du nicht leisten, zum Schluss weniger werden, weil das. Das ist aber in unserem Fall jetzt wurscht. Ich habe jetzt dreimal voll gedruckt und noch. Ja, das ist ja in unserem Fall jetzt wurscht. Ja. Ne? Wartest du mal, es geht jetzt nur um das, du sagst dir dein Pumpgefühl, du sollst jetzt nur leer werden und dann eine Beinstrecke machen. Ne? Also wir haben jetzt da keinen sportwissenschaftlichen Hintergrund. Mir geht es jetzt nur um das, dass du ein gutes Gefühl hast, dass du ein Pumpgefühl findest, ne? Dass du ein schönes Gefühl in deinen Oberschenkel findest. Ne? Ja. Und dann versuche ich, dass ich den äußeren Teil so gut wie möglich isoliere. Und dann versuchen wir es, dass wir es im Cortex speichern. Das ist jetzt mein Gedanke. Okay. Und los geht's. Genau, und jetzt ballert hier. Jawohl. Bremst besser und ballert mehr hin. Wahnsinn, hör mal gleich auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Voll alles easy im Brindisi. Du kannst gleich rausgehen. Bring mir mal ein Kabo. Bitte. Total. Ha? Aminoload, ja? Geht gar nichts. Was? Das? Geht gar nichts. Geht gar nichts da. Du brauchst genau die bestimmte Pause. Da geht gar nichts. Du hast null Druck. Auf dem Quadrizeps, gell? Null.
Null. Wahnsinn. Ja, ich bin begeistert. Ich war auch begeistert, weil wir es nicht rausgefunden haben. Also, ja, weil war die wahnsinnig. Du, es kann auch sein, ne? Es kann auch sein, dass man es nicht rausfinden, weißt ja. Du hast doch keine Garantie. Die gibt es nicht. Weißt du, was ich meine? Wir sind mal keine Götter, wir können nicht Herrgott spielen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir können nur probieren, unsere Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und ab und zu geht es halt nicht. Ja. Weißt, da finden wir es nicht. Ne? Da müssen wir tagelang suchen und so weiter. Und wenn das ja so geht, und man kann nur versuchen, durch diese Testung vorher, weißt, durch diese einzelnen Testverfahren, so viel andere Sachen auszuschließen, dass man sagt, okay, die Übung könnte es sein. Und dann. Ne? Aber schaut ja gut aus. Geh schnell ein bisschen. Genau, gehst du ein bisschen und dann geht's ab. Dranbleiben. Gut. Ich will nicht der Gescheiter sein, ne? Hast du es gehört? Hast du es gehört? Schau mich. Sportwissenschaft. Ab und zu hat es einen Sinn. Sehr gut. Das kommt von mir raus. Von mir raus dann anstipseln. Wir brauchen kein EMG mehr, dann sind wir fertig. Ne? Du hast es richtig gesehen, wenn die Maschine schnauft. Hast du es gehört? Und zuerst hast du keinen Druck. Ne? Freilich, schau mal hin, der hat da hinpatzt, wäre ein Wahnsinniger. Verstehst du das, oder? Genau. Das ist es, ne? Du kannst in der Regel schluckt immer die Erfahrung Sportwissenschaft. Laut meiner Erfahrung, ne? Ne? Irgendeiner, der bei mir jetzt, der so gescheit daherschmerzt, weißt du, was ich meine? Das wird in der Regel nie der Zielführende sein. In der Regel ist immer das Zielführende irgendein Trainer, der weil die Erfahrung hat über die Jahre, der hat meistens mehr drauf, weil irgendeiner, der weil nur nach sportwissenschaftlichen Fakten geht. Ne? Aber das war jetzt einmal wieder so ein Beispiel, dass Sportwissenschaft definitiv einen Sinn hat. Ne? Dass du deine Pausenzeit festsetzen kannst und deine Wiederholungszahl festsetzen kannst und die Übung ausfinden kannst. Ne? Also, schön. Also das wissen die, ich wüsste nicht, wie man das letzte Mal war, wenn er so zum Platzen gebracht hat. Schon, gell? Servus. Und da weißt du, normalerweise mache ich, weiß ich nicht, 30 Sätze, aber schon wirklich voll, weißt du, da sind vielleicht 5-6 Sätze, da muss ich was sagen, aber dann ja. Entweder Reduktion haben wir jetzt, oder... Haben wir eigentlich 4 Trainingssätze, ne? Ja. 2 Beinpressen, 2 Beinstrecken, ja. Haben wir nicht gemacht, das andere war nur ein Test. Aber, stell mir vor. Ist schon gut. Brutal. Sepp, weißt du, bei wem habt ihr jetzt nicht gemacht, dass dann ein Pulsbereich für Fettverbrennung? Ja. Wie geht's, was? Machen wir auch noch. Super. Das ist jetzt nur die große Frage. Das können wir heute eigentlich fast nicht mehr machen, dass es einen Sinn ergibt. Weil, du bist weil jetzt, ich nicht nüchtern bin. Nein, was du jetzt so viel Säure schon hast, ne? Ach so, ja, fix. Jetzt war natürlich mein perfekter Plan, ne? Der perfekte Plan war ja, sag. Dass du jetzt morgen kommst, ne? Viel Spaß. Wurscht, ich richte mich nach dir, ne? Du kommst jetzt praktisch, ne? Wenn du eben nachbleibst, dann machen wir zuerst einen Grundumsatz, ne? Nüchtern. Nüchtern. Ja. Dann isst, ne? So, dann, und dann machen wir Laktat. Weil jetzt brauchen wir kein Laktat machen, ne? Weißt du, weil das jetzt pfeift, das stimmt sowieso nicht. Das kannst du vergessen. Das Coole an der ganzen Sache ist ja das, dass jetzt du dieses Gefühl, was du jetzt hast, resultiert, das heißt, was auch natürlich einmal aus einem geschwindigkeitszwangsgesteuerten System. Und natürlich, was du einen Winkel trainierst, ne, da wirst du den Quadrizeps größtmöglich isolierst. Ne? Ja. Jetzt kommt natürlich das Gefühl. Das werden wir jetzt noch verstärken. Ne? Deswegen ja. Isolieren wir es jetzt am Schluss nochmal. Ne? Mhm. Und dann
schauen wir nur, dass die Julia, die macht dann ein Übriges dazu, ne? Und dann speichern wir das Ganze, dass du so viel wie möglich heim von diesem Tag mitnimmst. Ne? Super. Ja, Wahnsinn. Cool, oder? Das Krasse ist immer das, wenn man zuerst meint, man hat immer krass trainiert, gell? Okay. Das ist eigentlich immer das Gleiche, ne? Ja? Immer das Gleiche. Ich habe einfach nicht krass, ich habe falsch für mich trainiert. Ja, du hast versucht, alles richtig zu machen. Du machst alles richtig, um Gottes Willen, ne? Ne? Wer soll es wissen? Ne, wer soll es wissen? Wer soll es wissen? Fix sind die Prall, gell? Und dann. So, jetzt stellst du mich, steht mit der Affe. Auf die Platte. Stell dich mal auf die Platte vom Affe. Du kannst damit das Ding jetzt filmen. Jetzt auch. Gut, okay. Dann machst du das mit Händen einfach vor der Brust, weißt du? Machst du jetzt einfach mal ein Kniebein. Und stellst auf. Nochmal. Ganz hoch. Und auf. So ein Bump, mich schöpft es verloren auf. Ja, stell mich schnell auf. Mhm. Gut. Ah, brutal. Jetzt sehe ich es. Das ist eigentlich wie wenn es zeitlich, früher haben sie die Kamera der Seite aufgestellt, dass du den Stangenverlauf siehst. Das misst jetzt der alles schon so. Brutal. Gratuliere. Also, das ist innovativ. Ich gratuliere dir. Wieso? Alles gut. Freu mich. Mehr wollte ich gar nicht. Okay. Perfekt. Passt. Also, Handschuh gesehen, ist schon gespeichert. Alles gut. Mega cool. Passt. Und das bin jetzt der Erste, ich bin, was das gemacht hat. Der Allererste auf der Welt. Ganz ehrlich, kein Scheiß. Das sagst du jetzt nochmal. Nein, gell? Er ist eigentlich jetzt der Erste auf der Welt. Ne? Der Erste auf der Welt, wer das macht. Das gibt es jetzt in Finnland. Ne? In Finnland haben wir das gebaut, ja. In Deutschland bist du der Allererste. Und wir haben ihn gestern gefragt. Also in Finnland bauen sie es, ne? In Schweden war es zur Ausstellung bei Eleiko. Und der Erste, der jetzt das macht, bist du jetzt. Wir versuchen quasi über den Cortex, über das Gehirn, alles, was wir jetzt aktiviert haben, genau, und herausgefunden haben durch Diagnostik, versuchen wir jetzt abzuspeichern, eben über unseren Taktgeber, übers Hirn, über den Cortex sozusagen. So, du darfst mal noch ein kleines Stück zu mir raufrutschen. Ja, sehr gut. Extrem. Ja. Nicht erschrecken. Ja. Das ist jetzt auch wieder rechte Hälfte, rechtes Bein. Das ist ganz normal. Das ist wirklich. Letzter. Mhm. Also rechts, links. Ja. Perfekt. Super. Mhm. Alles brutal. Passt. Wow. Jetzt bin ich ärgerisch. Bitte? Jetzt bin ich ein bisschen. Ja, das ist normal. Danke dir. Aber super was. Geht bald wieder weg. Mega geil. Also, perfekt. Ich bin der Reine. Mhm. Arbeit seit 3 Jahren da. Früher Powerlifting gemacht. Jetzt bin ich Trainer und Reha-Trainer und so ein Zeug. Bin sehr viel da herin. Das ist eine wunderbare Einrichtung. Gerade für Muskeltests, Maximalkrafttests, wo praktisch der Agonist, Antagonist also durchgetestet wird. Also in Newton. Da kannst du jede einzelne zum einen Newton praktisch messen, vom Kopf weg. Von 5 Newton bis zu 800 Newton im Rückenstrecker zum Beispiel. Und da spannen die jetzt einmal ein und dann schauen wir mal, weil bei den meisten, ob es jetzt beim Tim oder beim Fabi war, der Bauch ein bisschen im Mitleidenschaft. Genau. Dann super. Fangen wir mal mit dem Rücken an. Ja. Maschinen wirst du erkennen, das ist vom Schnell. Für mich einer von den besten Hersteller sowieso überhaupt. Eins und los geht's. Und Gas geben, und Gas geben. Kim, mehr. Kim. Mehr. Gut. Und Gas geben. Kim. Mehr. Da geht mehr.
Gut. Das soll dann ein bisschen mehr sein. Aber da hat es nicht jeden gefriert. Boah, zwei weg, gell? Ja, wie viel habe ich jetzt im Verhältnis gehabt? 3:1 ungefähr. Wahnsinnig. Also Rücken 700, das ist nass, ne? Also ist echt Bums. Unter die Höchst, also Top 10 sage ich jetzt einmal. Was noch was? So Leute, ein erfolgreicher Tag in der Sportschule Kinemer geht zu Ende. Der Sepp und sein Team haben eine Wahnsinnsarbeit geleistet. Wir haben herausgefunden, wie wir meinen Quadrizeps zum Wachsen bringen. Danke Sepp, danke an das ganze Kinemer Team. Ich bin mega begeistert. Ich werde auf jeden Fall verbessert kommen. Und wir sehen uns morgen nur mal da zu einem neuen Video. Seid gespannt und schaut euch